Distrikt Gale. Ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwary Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen... Rest in Peace. Dein Pass. Ja, kein Problem. Hab ich dabei. Mich reden. Gut. Da macht das mal. Was ist los? Frechheit. Sieht nicht gut aus. Nicht an mich. Na, wer ist das denn? The one and only. Der Bachelor ist da. Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Du hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Ärgerlich. Absolut ärgerlich. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Na, immerhin. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... jedenfalls so nicht... Wir haben eine Party vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Sie ist ja scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Oh, ja. Guck in die Kamera, lächeln. Erstmal. Ja, guck in die Kamera. Oh. Super. Sehen wir aber gut aus. Super Foto. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns. Wir sind auf
großer Abenteuer. Sieht aus wie ein spaßiger Urlaub, der auf mich zukommt. Meinen Kalender freigeräumt. Perfekt. Und ich. Wir lassen es richtig krachen. Oh ja. Ja, und damit herzlich willkommen zu Far Cry 4. Ich kann noch nicht so viel reden. Es geht noch weiter. Uns gratuliert Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal. Licht. Es tut mir furchtbar leid, was Licht. Da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Gemein. Oh. Natürlich, wer sonst? Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Natürlich. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Wunderschön. Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter, andererseits, sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Hm. What the fuck, Bruder? Ah, die Erinnerung. Hm. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits? Nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen ist. Also... Als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfad. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Keine Manieren, der Mann. Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Nicht witzig, natürlich. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los. Schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe. Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe. Du musst es glauben. Hilfe, nutzt dein Zwerchfell! Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich würde dir nicht kommen. Also, sehr. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Ja, ich denke mal, AJ will nix hier weg hier. Und damit begrüße ich euch nochmal ganz herzlich zu... Oh, Stuhl knackt. Aber mal gemütlich hinsetzen. So, Far Cry 4 mit mir. Dayang999. Folgt ihr mir eigentlich schon bei Instagram? Oder unten ist der Heli. Könnte ich einfach den Heli nehmen und abhauen? Ja, Far Cry 4, eins meiner Lieblingsspiele. Nach Far Cry 3 und 2. Und, Was haben wir hier? Gucken wir uns gleich an. Ja, ich bin ein großer Far Cry-Fan. Jetzt kommt bald Far Cry 6 und ich hatte einfach Bock, nochmal Far Cry zu zocken. So. Da habe ich mir vorgenommen, einfach ein komplettes Far Cry 4 Let's Play zu machen.
Dafür, dass das mein erstes Spiel ist, was ich so als komplettes Let's Play spielen will. Hier können wir hoch. Ach so, X ist hier ja woanders. Ich spiele auf der Xbox. Series S. So wie GTA. So, ja, wir lesen das gleich. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was wir aufgenommen haben. Ja. Wird bestimmt ein kurzes Let's Play. Und ein Let's Play mit wenig Lesen. RA Memo. Verstärkte Aktivitäten des Goldenen Pfades. Wir vermelden einen Anstieg in den Aktivitäten des Goldenen Pfades in der Gegend um Banapur. Wir haben als Reaktion auf die abgefangenen Waffen und Nachschubslieferungen, die vermutlich für den Goldenen Pfad bestimmt waren, unsere Präsenz in allen Standorten entlang der Südgrenze verstärkt. Alle Konvois und Patrouillen sollten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden und auf terroristische Aktionen gefasst sein. Sankt. SGT, Sergeant, Misra. Keine Ahnung, SGT, Misra. Ja, goldener Pfad. Feiert der Boy hier wohl nicht so. Also, Pagan Min. Der nette Mann, den wir schon kennengelernt haben. Wir sollen sitzen bleiben, das heißt, wir fangen erstmal an rumzulaufen. Gesunde Menschenschreie. Wir gehen mal hier runter. Bleibt uns ja eh nichts anderes übrig. Ich bin immer noch ein bisschen erstmal die Kiste. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Achso, muss noch verstehen, das X. Aber wir kriegen Cash. Hier gibt's dick Cash. Sind ja auch zum Glück nicht arm. Was sind das eigentlich für Dinger? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, man hört's wahrscheinlich. Deswegen freue ich mich zu lesen. Arbeite nicht so viel. Hi Daddy, ich hoffe, du amüsierst dich in Dubai. Ja, bestimmt. Mama sagt, du fusionierst da zwei Banken oder so. Aber ich hoffe, du musst nicht zu viel arbeiten und hast Zeit, dich umzusehen und shoppen zu gehen. Ich hab doch bald Geburtstag. Hab dich lieb, Ashley XOXOXO. Hi Ashley. Ah, da ist Ashley. Kann ich? Ja, kann ich? Süß. Die will. Oh Mann, ich raff's aber auch als noch nicht. Arbeite nicht so viel. Hi Daddy, ich hoffe, du hast... Ja, okay, das haben wir gerade gelesen. Ja, Reisedaten, Mr. Paul Harmon. Flug. Minneapolis, St. Paul, MSP, nach Patna, Indien, Part. 2 Stops, Gesamtreisezeit 47 Stunden, 5. Boah, das wäre mein Albtraum. Bla bla bla, Abreise, bla bla bla. Binnes. Bitch. Schwätz mir nicht in mein Business. Business Class, J. Gesamtpreis 16k. Da steht Dollar, also schmeckt. Tickets sind vom Umtausch ausgeschlossen und nicht übertragbar. Namensänderungen sind nicht erlaubt. Alles klar. So, und das war der Brief von ihr. Die Bilder können wir uns leider nicht angucken, wie sie gemalt hat. Da wollen wir mal in den Keller gehen. Ich wäre einfach über den Balkon. Okay, aber draußen waren ja Leute. Du weißt, dass ich trotzdem. Also lass uns mal zurückspulen, weil ich will, dass du ganz genau verstehst, was ich will. Oh, fuck. Weißt du, warum du hier bist? Das sieht nicht so angenehm aus. Dort bin ich. Was will der goldene Pfad nur von ihm? Sorry. Hey Baby, nein, ich habe ein Meeting, ich kann gerade nicht. Ja, du weißt ja, wie. Zum Glück sehen die uns nicht. Ich habe einen neuen Kunden und ich bin unsicher, ob er anfasst. Ich will ja nichts verpassen, deswegen will ich jetzt nicht weggehen. Das sollte nicht lange dauern. Wichtige Details. Ja? Ja, nicht so, als würde ich das Spiel schon kennen.
in- und auswendig. Soll mich verpissen, sagt mir das Spiel. Ich will aber noch nicht. Ja, den kenne ich, den Bruder. Ja, okay, also der Bruder wird gefoltert. Ich gehe jetzt einfach mal weiter, sonst stehen wir hier morgen noch. AJ Gale. Mein Name ist Sabal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Darpan würde es verstehen. Netter Empfang hier in diesem Land. Ich bin ja fast ein Heiliger. Alle wollen sie mich. Nein, man hat uns bemerkt. Zur Tür, Beeilung! Na super. Drück mir doch mal eine Waffe in die Hand, Bruder. Hey, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell wie du kannst. Verstanden? Okay. Ja, hab ich verstanden. Stand 1, 2, 3. Oh Gott. Wieso habe ich das Gefühl, dass alles in die Hose geht? Okay, wir rennen einfach. Wir rennen einfach. Wir rennen, wir rennen, wir rennen. Jetzt rennen wir. Wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Wir rennen, wir rennen, wir rennen. Ab in den Truck. Da wartet ja schon einer auf uns, praktisch. Wie nur Seitenwaffe? Ich hab doch gerade. Achso, die AK ist keine Seitenwaffe. Oh, geile Mucke. Oh, erstmal die schöne Aussicht genießen. Herrlich. Okay, nehme ich. Oh, ich bin so schlecht. So. Den einen, den lassen wir leben. Wahrscheinlich nicht. Nee. Wollte ich gerade sagen. Rechts von dir. Schieß auf sie. Ja, ja. Ja, ja. Ja, mit der Ruhe, ich muss erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Nachladen. Ja, komm. Nein, werden wir ja wohl noch kriegen. Hey, er lebt noch. Ist er noch zwei? Ha, weg mit euch. Festhalten! Nein! Aua! Oh Gott! Nein! Warum war mir das klar?